Ja, Ding Dong, Windows 10. Guten Morgen. Es ist mir jetzt ein ganz dringendes Anliegen, mal mit euch zu sprechen, und zwar zu euch zu sprechen, weil es ist ja etliches passiert in letzter Zeit und dazu einige Worte. Ich werde das mal ein kleines bisschen ändern, das ganze Bild, damit ihr mehr seht. Vor ein paar Tagen schrie die Welt, Kubicki legt nach, Söder hat die höchsten Todesraten zu verantworten. Ja, Ich war jetzt in Bayern am Montag und Dienstag. Glaubt mal, dass da einer entsprechend gehandelt hätte oder irgendwas dazu gesagt hätte. Oder die Westdeutsche Zeitung. Es geht um die Symbolkraft der Maske. Nicht allein um den Schutz, sondern um die Symbolkraft der Maske. Das sagte dieser Andreas Mucke. Ja, Trump. Er verharmlost erneut Corona. Er sagt einfach, ich hatte es, hier bin ich, ohne Maske. Und in Amerika zeichnet sich ja ab, dass es um die Maske oder um irgendwas geht. Oder, große Frage, wo sind die Kranken? Die gesetzliche Krankenkassenvereinigung weiß es, das ist alles okay. Hier, nichts passiert, gar nichts. Hier, die rote Kurve ist 2020. Da ist nichts. Ja, hier gab es mal Krankmeldungen, weil die Leute nach Hause mussten und nicht wussten, wie sie sich sonst behelfen sollten. Selbst Google beruhigt uns. Die meisten Menschen, die an Covid erkranken, haben leichte bis mittelschwere Symptome und werden wieder gesund, ohne dass sie eine besondere ärztliche Behandlung benötigen. Oder Rosenheim 24 meldet. Völlig überdrehte Einschätzung der tatsächlichen Lage. Wir haben null Patienten auf Intensiv mit Corona. Null Corona-Patienten an einem Beatmungsgerät, sagt Bugel, das ist der Pressesprecher von Rosenheim. Es gebe eine völlig überdrehte Einschätzung der tatsächlichen Lage durch die Medien. Ja, klar. Das Ärzteblatt sagt, neue, obwohl diese Lage so verdreht dargestellt wird, ne, das Gesundheitsministerium legt nationale Impfstrategie vor und so weiter und so fort. Ich erkläre Fremdwörter, aber das wird ja kaum genommen. Ne, das denken ja die Leute, verstehen sie eh nicht. Also, was bedeutet vulnerabel, was bedeutet Infektion, was bedeutet Pandemie, was bedeutet dies, was bedeutet das? Wie werden diese Fremdwörter missbraucht? Ja, das wird kaum beachtet. Und jetzt setzt uns der Deutsche Bundestag noch einen neuen Gesetzentwurf von CDU und SPD vor und sagt, so, jetzt werden wir das alles noch ein bisschen verfeinern. Nicht, dass einer noch irgendwie davonkommt mit irgendwelchen Gegenmaßnahmen und dann vielleicht keine Maske aufsetzt. Könnte ja sein. Gibt ja auch solche, die das nicht machen. Da bin ich wieder hier unten. Ja, da habe ich mir gesagt, das nützt nichts. Wir müssen unseren Verstand gebrauchen. Und das Einzige, was bis jetzt immer wieder geholfen hat, ist Bildung. Und deswegen haben wir, ich habe angefragt, wer will eine neue, bessere Schule? Da ist sie, die neue, hier, unsere. Die solide Schule Celle. Pädagogik ist wirklich einfach. Und ich hatte zur Diskussion angeregt. Ich werde auch auf dieses Video wieder verweisen. Ach nö, ihr könnt ja mal hier diskutieren. Aber ich habe bei der Statistik, die kann ich jetzt nicht einblenden, sonst spielt der Computer verrückt, habe ich bei der Statistik immer wieder gemerkt, dass, wenn es um die solide Schule geht, alle ganz viel sich mit dem Leitbild beschäftigen und mit den Frequently Asked Questions. Das ist wirklich wahrscheinlich für die Leute interessant. Was bedeutet endlich wieder etwas lernen? Das liest sich ja wie Drill oder stures Auswendiglernen. Was steckt dahinter? Leute, ich kann es nur sagen, die Kinder haben es bis jetzt immer geliebt. Sie werden es auch weiterhin lieben. Und auch im Leitbild. Machen wir es doch mal so. Ich lese euch mal die Fragen vor. Fragen Sie als Leser, fragen Sie sich zuerst. Könnten Sie eine Fremdsprache lernen, ohne eine Vokabel zu wissen? Nein. Aha. Könnten Sie lesen oder schreiben, wenn man es Ihnen mündlich erklärt hätte? Ach, auch nicht. Würden Sie sich für neueste wissenschaftliche Erkenntnisse interessieren? Vielleicht. Es ist eigentlich ganz einfach, hier stehen die Antworten. Und wenn man das alles gelesen hat und sich darüber Gedanken gemacht hat, dann sagt man, jawohl, dann kann ich loslegen und das Leitbild lesen. Dann verstehe ich das auch, was damit gemeint ist. Damit ist gemeint, dass die Schüler in der ersten Klasse schon wieder lesen und schreiben können. Schon.
lesen und schreiben können und rechnen und Grundfertigkeiten drauf haben, die sie sonst ganz einfach, naja, nicht hätten. Wir kennen ja die derzeitige Bildungspolitik und die hat, ja, das scheint Absicht zu sein. Denn wie will man denn Leute irgendwie führen, wenn die Leute vielleicht auch noch denken oder etwas einfach so sehen? Wie will man das machen? Und deswegen mein Aufruf, liebe Leute, und zwar ganz einfach. Ich habe das ja immer wieder gesehen, aus verschiedenen Regionen, da kommen immer wiederkehrende Besucher. Das nochmal zur Statistik. Immer wieder. Und die lesen sich das immer wieder durch. Meinetwegen, die sollen sie auch kopieren. Nichts dagegen. Und die machen sich wahrscheinlich Gedanken und bringen andere Leute da drauf. Und ich wette, die gründen auch eine solide Schule. Ich hätte nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Und das ist mein Aufruf. Liebe Eltern, nicht nur in Celle, nein, liebe Eltern in Deutschland und Österreich, gründet eine solide Schule. Eine Schule, an der die Kinder gerne, aber sehr viel lernen und vor allem nicht so lernen, dass es alles wieder vergessen, im Gegenteil, dass sie es immer wieder behalten. Wir kennen doch alle diese alten Meister und Facharbeiter, die einem alles so im Kopf daherrechnen, die alles wissen. Solche Leute, wo haben die gelernt? Ja, die haben in alten Schulen von früher gelernt. Es ist nicht alles schlecht von früher. Man muss nicht alles über den Haufen werfen. Wir haben es schließlich über viele, viele Jahre so entwickelt, dass das so gekommen ist, dass es so funktioniert. Und es hat auch nichts mit Drill zu tun, wenn jemand sagt, tja, wenn ich eine Fremdsprache lernen will, dann muss ich doch erstmal die Vokabeln können. Und wenn ich die Vokabeln kann, die muss ich aber auswendig können. Und das ist ein kleines bisschen Drill, ja, ich weiß. Wenn ich die aber kann, dann kann ich auch die Fremdsprache endlich versuchen anzuwenden. Und die lerne ich dann durch Sprechen, durch Tun, nicht durch Zugucken oder Anhören. Und solche Dinge alle, die lernt man an einer soliden Schule. Da kann man die lernen und dann vergisst man auch nichts mehr. Und unser Leitsatz, wir sind eine Weltanschauungsschule, wir glauben nicht, wir wissen lieber. Das ist unser Leitsatz. Und wenn ich Wissen kombiniere, dann nennt man das Denken. Ich kann also nur denken, wenn ich Wissen habe. Und dieses verschiedene Wissen zu kombinieren, das eine und das andere und das nächste, Bausteinchen zusammenzusetzen, das nennt sich Denken. Und dann kann ich auch überdenken, was ich erreiche, wenn ich irgendetwas tue. Das heißt also, ich kann die Folgen meines Handelns bedenken. Und ich hatte ja vorhin noch dieses eine Bild dabei, Pädagogik ist einfach. Natürlich, Pädagogik besteht nur aus zwei Dingen. Letzten Endes Güte, dem anderen gut gegenüber sein, das gehört auch mit zu unserem Leitbild, und konsequent zu sein. Konsequent, also co, dazugehörig, und die Sequenz ist eine zeitliche Abfolge. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich sage, so, die haben heute alle die Arbeit geschrieben, die sind ganz gespannt darauf, wie sie denn abgeschnitten haben, denn die haben ja gelernt, ich weiß das ja. An unserer Schule lernen die Kinder gerne. Das war bis jetzt immer so bei mir im Unterricht und auch bei Kollegen, die ich sehr mag, die so ähnlich sind wie ich vom Typ. So, und dann muss ich also sagen, wenn die schon auf die Ergebnisse warten, schon ganz gespannt sind, ja, dann muss ich die Arbeiten heute mal schnell korrigieren. Ja und, Herrgott, ob ich sie heute oder morgen korrigiere oder übermorgen oder wie es typisch und üblich ist mittlerweile in 5 Wochen oder gar nicht. Das ist egal, der zeitliche Aufwand bleibt ja. Aber das passt zur Sequenz, zur zeitlichen Abfolge. Genauso muss ich auch als Lehrer mal sagen, das ist mit Konsequenz. Oh, fein gemacht, gut. Oder, Alter, das war aber nichts, das kannst du besser. Komm, nochmal ran. Mehr ist das nicht. Das sind keine pädagogischen Experimente oder irgendwelche Dinge. Und Kinder könnten dann nicht Kind sein, wenn sie lernen müssen? Müssen? Nö, die wollen. Das kann ich garantieren. Aber dann könnten sie nicht Kind sein? Man sollte doch jeden so lernen lassen, wie er will und was er will und wann er will und ob er will. Ich glaube nicht, dass daraus was wird.
Aber ich kann noch was garantieren. Wenn ein Kind viel weiß, Kinder sind ja wissbegierig, grundsätzlich, die wollen ja groß sein. Wenn ein Kind viel weiß, dann wird es noch mehr wissen wollen. Und dann interessiert es sich dauerhaft für irgendwelche Neuigkeiten, neuen Dinge. Komischerweise nehmen bei uns die Kinder, also auch bis jetzt, immer die ganzen Jahre, nehmen die Kinder kaum das Handy zur Hand. Bis auf, wenn ich sage, los, nimmt man das Handy, guckt mal nach bei Google, dies und das und das. Ja, dann geht's los. Und dann legen sie es auch wieder weg. Die haben gar nicht so ein Interesse, pausenlos mit anderen zu chatten. Nee, die haben selber was zu tun. Die interessieren sich für Dinge. Was ist Kultur? Kultur heißt doch, sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht mit dem Leben zu tun haben. Also die nicht zum Lebensunterhalt beitragen müssen. Ja, die Kultur ist im Moment sehr arg am Boden. Klar, wir müssen uns erstmal um unser Überleben kümmern. Aber nochmal zur Kultur zurück. Es gibt viele Leute, die gehen gerne in Großstädte und sagen, da ist wenigstens was los, da ist Kultur. Ja, ja, schon. Unsere Kinder, die machen Kultur. Komischerweise konnten wir früher alle singen, wir konnten auch Instrumenten spielen. Nicht unbedingt perfekt. Aber es kamen viele kleine Künstler heraus. Geht heute nicht mehr. Und diese Dinge alle wieder zu verbessern, das ist mein Weg. Ich hatte schon ein Video gemacht, hier an der gleichen Stelle, und habe darüber gesprochen, dass ich im Bürgerforum bin. Hallo Meinung. Ja, bin ich. Ich bin Mitglied. Aber ich dachte damals, es genügte, in der derzeitigen Zeit vor allem, sieht man, dass es nicht genügt, es genügte, endlich seine Meinung frei äußern zu dürfen. Natürlich, die Meinungsfreiheit ist ganz wichtig. Habe ich gedacht, dass es genügte. Und bei den vielen Videos, die ich gerade in letzter Zeit leider wegen Corona gemacht habe, habe ich auch immer wieder gemerkt, dass die Leute froh sind, endlich ihre Meinung mal anonym hinschreiben zu können. Ja. Damit sie mal ihren Frust loswerden. Hat das was gebracht? Leute, die sich bei der Demo hingestellt haben und ihre freie Meinung mal rausgebrüllt haben oder zugehört haben, wie einer ihre eigene Meinung endlich ausspricht. Ja, das muss man laut sagen. Hat das was gebracht? Na? Ich glaube, das Einzige, was wirklich etwas bringt, das ist allerdings ein zeitlich bisschen mühsamer Weg. Das Einzige ist, dass wir wirklich wieder die Bildung vorwärts bringen. Denn dann kann man mit unseren Nachfolgenden, mit der neuen Generation, so einen Blödsinn, wie er im Moment passiert, nicht mehr machen. Geht dann nicht. Deswegen, Leute, gründet solide Schulen im ganzen Land. Das sind Privatschulen. Wie das funktioniert, schreibt mich gerne an. Hier, Kontakt. Schreiben Sie eine E-Mail an und kontakt@solide-schule.de. So einfach ist es. Hier unten ist das Impressum. Hier nochmal die E-Mail-Adresse. Gar kein Problem. Wie das geht und wie man das anstellt, seine Kinder auf so eine solide Schule zu schicken. Wir fangen nämlich erstmal mit der Grundschule an, damit die Kinder dieses Handwerkszeug endlich kennen. Denn wie sollen sie später lesen, wenn sie nicht flüssig lesen können? Wie sollen sie etwas aufschreiben, mitschreiben im Unterricht, wenn sie es für wichtig erachten, wenn sie gar nicht richtig schnell und flüssig schreiben können? Das sind alles Dinge. Also, denkt an Kontakt, geht ran, schreibt mir. Vielleicht müssen wir auch mal eine Telefonkonferenz machen und darüber reden. Das geht schneller, als wenn man sich immer hin und her schreibt. So kann man Missverständnisse schneller ausräumen. Aber das ist das, was mir ganz stark auf der Seele brennt. Weil es muss wieder aufwärts gehen. Jetzt habe ich genug gesagt. Leute, schreibt. Lasst uns verabreden. Lasst uns hier im Raum Celle verabreden. Lasst uns irgendwie eine, ja, Telefonkonferenz machen, lasst uns dies, lasst uns das, aber lasst uns endlich wieder etwas tun, damit es wirklich wieder vorwärts gehen kann, denn ohne Bildung hat das alles keinen Zweck, da kann man durcheinander schreien oder sonst was. Wir müssen was tun. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und ich hoffe, dass es jetzt ganz bald ganz viele Schulen, solide Schulen,
Guckt nach, was solide heißt. Guckt mal wirklich nach, was solide heißt. Dass es solche Schulen endlich wieder vermehrt gibt. Die müssen wir privat gründen. Klar. Denn der Staat wird solche soliden Schulen, er muss sie zulassen, aber nicht selbst gründen. Na dann, gehen wir ran. Ich erwarte eure Kontaktaufnahme. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Denkt drüber nach. Schreibt nicht sofort. Schreibt in 1-2 Minuten. Oder ein bisschen später. Oder schlaft drüber. Aber macht's. Wir müssen etwas tun. Sonst wird's nicht besser. Also, bis dann.